Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Fernen, bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf dass sie sähen, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesum, auf dass sie töteten und fanden keines. Thank you.
Als
Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren. Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete aber mal und schwor dazu, ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro, wahrlich, du bist noch einer von denen, der gleich bist du der zu schwören, ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen? Und ging heraus und weinte bitterlich. Thank you.
Des Morgens aber hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihm dem Landpfleger Pontio Pilato, da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe eben gedacht, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was fehlt uns das an? Was fehlt uns das an? Das Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taugt, dass wir sie lassen. Einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genannt der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da
daher spricht. Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechte? Ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Barabbas! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Thank you.
gehen aber noch mehr und sprachen: Lass ihn klar! Lass ihn klar! Thank you.
Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Gegrüßet, 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 und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Yes.
sie an die Städte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstädt, haben sie Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da er's schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinen Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Wenn du den Tempel wohntest, dann ist er den Tempel, dann ist er den
nächsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land. Bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Aber die da stunden, da sie das hörten, sprach sie: Den Gott, dem Elias. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen: Halt, halt, lass sehen, ob Elias kommt und ihm helfe. Auch ein Jünger Jesu war.
er ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn hingeben. Thank you.
Großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, dass diese Verfügung nach Tage noch lebte. Ist ihr Herz?